Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei WWE 2K16 Turnierfight. Ja, und mit dabei ist wieder Onkel. Ja, Hallöchen, Jo, Hallöchen. und ich habe heute echt geile Grafik. Ich habe zwar endlich mal was Neues dran Qualität. hier. Ja, Grafik bleibt die gleiche. von der Game Capture. Na, doch, die Qualität ist deutlich besser. Ja, die Der Qualität ist Ton, besser, oder die Grafik ja. nicht. Ja, der Ton sollte auch besser sein. Also, dank Onkel kein Delay mehr und so. Wundervoll. Und wisst ihr, was schön ist? Jetzt kann ich den Onkel als Dank erstmal richtig auf die Fresse hauen. Genau. Und liebe Freunde, es gibt eine kleine Regeländerung, müsste ich mal hier noch schnell an der Stelle machen. Und zwar, Tu das, mach dass das. das mit diesen 100 Leuten geht nicht auf. Und zwar wird es so sein, dass wir der Schlechtere jeweils drei Joker bekommt. Der Joker wird darin bestehen, dass er in der Runde 3, also in dem Durchgang 3, sich wir dann nach dem Durchgang 3, so rum, werden wir uns unsere Wrestler zählen und wer die wenigsten drinne hat, darf von den letzten drei Runden sich einen, ja, ich sag mal, Besiegten noch mitziehen. Und dasselbe wird dann passieren in Runde nach Runde 5 und nach Runde 7. Und dann geht es auch mit den 100 Leuten auf. Also es gibt sozusagen drei Joker, die dann eingesetzt werden dürfen. Und ja, habt ihr verstanden, so wie ich es meine, ne? Also, sonst geht das nämlich nicht auf. Ne? Nein, Onkel, wir verstehen dich nicht. Wir Nach wollen einfach nur zocken. dem dritten Durchgang Nein, schauen wir, klar wie viel verstehen wir Wrestler das. jeder drin hat. Wer die wenigeren drin hat, Ja. darf einen Besiegten mitziehen. Und das aber auch bloß einmal, falls jetzt also Revano zum Beispiel seinen Undertaker hat und verliert damit, dann kann er den einmal mitziehen, aber dann in der nächsten Runde dann eben nicht mehr. Da muss er sich jemand anderes mitziehen. Kriegen wir hin. So. Will auf jeden Fall metzeln. Ich freue mich. Und jetzt endlich wieder. Schön Zufallsprinzip hier und dann schauen wir mal. Jetzt weiß, ach ja, jetzt weiß ich, was du meintest mit Textdokumenten, welchen man hat, ne? Richtig. Okay, quatsch du mal, ich muss mal kurz ein Textdokument aufmachen. Das ist ein. Ich sag noch vor der Aufnahme, ich mache noch die Textdokumente auf. Du bist noch blöd anranzen. Naja, und jetzt? Ach, Textdokumente. Sehr schön. Ja, das Ganze wird jetzt natürlich wieder per Zufall gewählt. Und dann werden wir sehen, wer aufeinander trifft. Also wir wissen das jetzt Ja, ich bin nicht. auch So. gespannt. Ich habe halb, ja, muss mir das unbedingt nochmal umschreiben, aber ich sehe den größten Teil, 70% der Wester 3 Namen sind unten. Gerade nicht sehe, Okay, aber wird schon gut, passen. dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal hier eine Zufall. Zufall? Yes, habe ich. Okay, das ist deiner. Weiter. Okay, ich habe einen, den ich habe. Oh Gott, habe ich den? Moment, ich muss gucken, liebe Freunde. Ich muss auch nebenbei mir das immer hier Passt, mit ich bin aufschreiben. safe, ich hab einen. Ich hab einen. Oh, Ich muss ja, nebenbei das es ja ist immer mit einfach aufschreiben auf dem unglaublich. Zettel. Sonst kommen wir dann durcheinander. So, okay, da würde ich sagen, auf 0 drücken wir wieder X, ne? Also dann, unser Match heißt 3, 2, 1, Go! Jey Uso gegen Jack Swagger, meine lieben Ja, Freunde. geil. Ich habe 85, ja, 83, aber das hat eigentlich nicht viel bedeutet. Ein bisschen. Also ich habe es jetzt herausgefunden in der meine Karriere, was diese Gesamtzahlen bedeuten. Und zwar ist es einfach nur, wenn du kannst die Stärke und so erhöhen. Und dadurch kriegst du später dann die Gesamtpunktzahl ein bisschen höher. Das sind einfach nur die Eigenschaften Stärke. Ja, ich weiß schon. Von, ja. Das ist ja, und das ist Und. der Gesamtwert. Aber das heißt noch lange nicht, dass ein 94er stärker ist als der andere, weil das kann Ja. einfach bloß, dass er beliebter ist als der andere. Von daher. Aber ich habe, also, aber das, was die cool gemacht haben, ist, dass jetzt größere Wrestler doch, wenn die jetzt mehr draufschlagen, mehr Schaden machen, so, die sind halt dann schneller müde und so. Das haben die schon eingebaut, so. Ich habe gedacht, das spielt gar keine Rolle. Stimmt aber nicht. Also, das ist mir aufgefallen. Bei Karriere und so Und. ist es deutlich. Genau, und wir müssen, ich habe jetzt auch noch mal so einen Ton ein bisschen angepasst, weil ich ziemlich leise war. Wir werden sehen, ich werde danach den Part das noch mal angucken. Und ja, ab morgen ist es dann vielleicht wieder umgestellt. Okay, los geht's, würde ich sagen. Dann auf ein gutes Match und los. Ach, Scheiße. Fängt ja schon gut an hier. Oh, Scheiße.
Oh Gott. Oh Mann. Was haben wir denn nur wieder jetzt hier? Oh. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Mit den blöden Kontern. Beim Computer war es ziemlich einfach. Der hat immer gleich gedrückt. Aber der Onkel ist ja leider nicht so. Der ist ja böse, ist der. Ja. Aber das macht mir nichts. Denn jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt bist du erstmal dran hier. Ich seh's. Boah, was macht der denn? Boah! Zu spät. Erstmal drauf. Okay, ich kann nichts machen. Das macht er alles selber. Ich finde, der Jack Swagger hat ein cooles Kostüm an. Also, es hat was. Es hat ein bisschen was. Oh, ist er doch rausgekommen. Das war auf jeden Fall der Big Boot, ey. Der Big Boot Deluxe. So, jetzt erstmal in die Ecke mit dir. Powerwurf. Ja. Erstmal Schmerzen zufügen. Okay, er haut ab. Kann man das eigentlich unendlich machen? Ah, schade. Der Undertaker konnte rausspringen. Oh. Ist aber nur sein Special Move hier in dem Spiel. Ja. Hallo. Oh. Drück immer, man sieht's immer und dann steht er immer zu spät. Der schreit da wieder rum, du willst deinen Finishen aufladen, ne? Nö, mach das aus. Machen die halt auch so. In echt. Ja. Um das Publikum auf die Seite zu ziehen. Richtig. Oh Mann! Man, der zappelt sogar noch, aber er kann nichts machen. Wow. Oh. Mein Freund Jack Swagger. Muss mal wieder gewinnen. Die letzten Matches hat ja der Onkel gewonnen immer. Das war eigentlich nicht so besonders gut. Ah ja, von wegen. Jetzt komm mal wieder runter hier aus deinem Trip hier. Oh, ich habe gar nichts gedrückt. Das hat noch, wenn du vorher schon drückst, dann wird das als Fehldruck. Okay, ja. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt so. Also jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir das jetzt spielen, sind die ersten zwei Matches raus von uns schon. Ja. Und ich muss sagen, ich habe die mir jetzt alle nochmal so nebenbei angeklotzt. Ich muss sagen, echt. Wow. Ah, Mann, so ein echt cool. Ja, das Spiel gefällt mir. Das kommt einfach mal zock gar nicht so spannend vor, wie es dann ist. Ja. Ach Mann, ey, zu spät, ich glaub das nicht. Ja, du Drecksack. Kannst du jetzt mal aufhören? Drecksack, ey. Ich will dich verhauen hier. Mann, wieder zu spät, das gibt's doch gar nicht. Gibt's nicht. Ich will auch fliehen. Fliegen? Warte, wir fliegen. Ja, fliegen und fliehen. Boah, schon wieder zu spät. Ich sehe das und drück doch drauf. Ich weiß gar nicht, was der hat. Und wieder zu spät. Das gibt's gar nicht. Der hat eine Reaktionszeit von, weiß ich nicht. Aber das macht mir alles Schaden. Und du bist doch grün. Scheiße da. Das Schlimme ist, das wird ja auch nicht besser dann. Boah, ich hab doch gedrückt sofort. Ich verstehe es nicht. Da muss eine Verzögerung sein. Ich drück und es ist immer. Natürlich ist eine Verzögerung durch das Delay. Hab ich doch den ganzen Match ist zuvor schon gesagt. Ach, ich liebe sein Gehirn. Es ist einfach nur dumm. So, jetzt kriegst du erstmal die Hucke voll, mein Freund. Oh. So geht's auch. Oh, meiner hält sich schon den Kopf. Ja, komm rein. Jawohl. Bam. Tschüss,
Aber du kriegst Schaden am Brustkorb, sehr schön. Ich weiß auch genau da raus aus dem Ring hier. Das ist geil. Komm, steh auf. Ich könnte zwar hinterher gehen und so, aber. Ah ne, wir haben ja eh Extreme Rules, ne? Ja. Ach Mann. Oh, jetzt kommt er mit dem Knüppel. Warum stehst du da rum und wartest, bis ich dich abknüppel? Keine Ahnung. Oh, danke schön. Ich wollte eigentlich diesen Knüppel auf dich schießen. Ja, auf dich schießen, genau. Schieß mal mit dem Knüppel. Oh, komm, das war doch jetzt wieder klar. Oh. Steh auf. Ach, hast ihn raus, okay. Hast ihn nur umsonst reingeholt, hä? Ich hab da gesagt, ich wollte ihn auf dich schießen. So. Werfen. Geh weg, du Affe. So, jetzt lass mich in Ruhe. Ah, Jack Swagger. Mann, er ist so fertig mit der Welt. Oh. Ich hab noch gedrückt, aber nö. Fuck. Bam, Junge, jetzt gibt's erstmal einen Body Slam. Gibt's einen übelsten Body Slam. Müssen wir mal gucken, was meine Energie, ne? Die ist ein bisschen geschädigt, aber nur ein bisschen. Ah, Mann. Ich hab doch richtig geguckt. Hey, this may very well be it. Ah, fuck. Wow. Ganz, ganz knapp. Ja, wow, du hast aber auch jetzt den. Du hast jetzt aber auch den Signator nicht gemacht, ne? Lustigerweise. Was für Drecksack. Ah, wie kannst du mich denn in meinem Sprung abblocken? Ne? Das gibt's ja gar nicht. Das ist Sprung. Na, ich hab meinen Sprung gemacht, hier Viereck. Und wollte dich eigentlich einen geben. So, jetzt komm, Junge, steh auf. Zeig, was du kannst. Oh, jetzt geht das wieder los. Man, oh man, did he take a wild swing. Jetzt geht das wieder los. Ach komm. Ich hab doch eigentlich gedrückt. Aber manchmal ärgert mich das, dass ich immer, wenn ich auf Dings, dass da immer irgendwie zu früh oder zu spät steht. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Boah, ja. Mein Finisher gekonnt, du Drecksack. Oh. Und BOM! So mag ich das. Mann. So mag ich das. Muss schon was machen. Ja, hab ich eigentlich. Nee. Oh. Ah, hat ja nicht gereicht, ne? Okay. Puh. Was ist das denn? Ja, das Spiel ist, Schock, das Spiel ist lauter, fertig. Vor lauter Schock bist du erstmal abgehoben, ne? Fuck, man. Das war natürlich jetzt echt geil. Ich hab mir gerade jetzt. Ich denk, was macht er denn jetzt? 3 Kilometer weg, ey. Oh, fuck. Oh, shit. Alter. Oh, jetzt hat er das auch noch. Nein. Ja. Fuck, bitch. Nein. Oh, schön. Ja. Signator, fuck. Ja. Was macht der denn? Ich hab gar. Oh mein Gott, ey, wir hüpfen. Geh jetzt raus! Geh raus! Geh raus aus dem Ring! Du hast hier nichts zu suchen. Och, zu spät, komm mir auf. Nein! Nein! Du machst bestimmt gerade einen Finisher, oder? Nein! Ist das der Finisher? Nee, das ist nicht der Finisher, okay. Nee. Gott sei Dank, ey. Achso, was heißt Gott sei Dank? Ich verstehe schon. Nein! Nein! Das ist der Finisher. Scheiße!
Fuck, 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 fuck. Komm bitte, bitte, komm nicht raus. Komm nicht raus, komm nicht raus. Nein! Ja! Shake, shake, shake. Boah, du hast mich aber zum Schwitzen gebracht, muss ich sagen. Boah, ich hatte so schön lange die Oberhand. Leck mich am Arsch. Du hast ganz schön mich unter eingeseift, aber ja, das ist ja das Geile bei dem Spiel. Alter Schwede. Außerdem cheatest du, ja? Du fliegst in der Luft rum. Das war der Bau-Cheat von Minecraft. Ja, ich hab schon gedacht, wo geht der jetzt hin? Boah, leck mich am Arsch, war das Match geil. Ja, das hat war auch mal die Oberhand. Das war ein richtiges, so soll ein Match sein. Mit Finisher am Ende und geil Ende. Ja. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Und dass du auch rausgekommen bist noch, Wahnsinn. Ne? Okay, gut. Ja, gut, meine Freunde, ich war ja dran. Ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns von hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben da. Guckt bei Onkel GamerCheckEP auf seinen Kanal mal vorbei. Und wenn ihr da seid, könnt ihr auch mal gerne bei mir gucken, RevanoLP. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, morgen beim nächsten Match. Bis dahin würde ich sagen, ciao. Tschüss.